Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder Zeit für einen Stellplatzguide und zwar der Wohnmobilhafen am Kränchen. Wann sehen wir mehr dazu? Nach dem Intro. Wir testen oder wir haben für euch diesen Wohnmobilhafen einfach mal ausgetestet. Insgesamt 60 Plätze gibt es hier, haben alle Stromplätze. Fähr- und Entsorgung gibt es auch und es gibt sogar ein Waschhäuschen. Also viel wird hier geboten. Für wie viel Euro am Tag? 12 Euro, wenn ich mich noch richtig erinnere. Nee, okay. 1 Euro weniger, es sind nur 11 Euro. Okay, gut. Also Kinder daneben. Aber 11 Euro kostet das. Und jetzt zeigen wir euch einfach mal den Platz. Die üblichen Stromsäulen haben wir natürlich hier. Wir haben hier halt 8 Stück insgesamt. Das Schöne an diesem Ganzen, man kann halt auch 10 Cent Stücke, 20, 50 Cent Stücke, 1 Euro und 2 Euro reinstecken. Somit habt ihr auch die Möglichkeit, gar nicht so viel Strom, wenn ihr gar nicht so viel benötigt, natürlich nicht so viel dafür zu bezahlen. Zu dieser Hauptsäule gehören noch die Nebensäulen dazu. Das ist jeweils eine. Dort hinten sehen wir eine. Das sind im Prinzip 8 Steckplätze für 8 Plätze hier und die nächsten sind dann wieder von der nächsten Säule versorgt. Glatt vergessen, der Marcel hat mich natürlich erinnert, hier kostet eine Kilowattstunde 50 Cent. Das finde ich vom Preis her wirklich sehr in Ordnung. Und wenn jemand ein Sparfuchs ist, der kann natürlich gucken, ob da noch was drauf ist auf einer Säule. Wir haben die Säule 3 und da sind noch 2,6 Kilowattstunden drauf. Also da hat jemand noch gar nicht so viel Strom genutzt und man könnte das als Nachmieter sozusagen den Strom dann benutzen. Bevor wir euch jetzt die Fähr- und Entsorgungsstation zeigen, seht ihr ja, dass immer solche kleinen Bäumchen hier stehen. Damit werden die Parzellen sogar parzelliert. Das heißt, man weiß genau, richtig viel Platz, muss man sagen. Also da hat sich jemand hier Gedanken gemacht. Und was richtig schön ist, so stehen wir nämlich, wir haben einen direkten Blick auf Lahn und Rhein, also da, wo die Lahn in den Rhein mündet. Und ein Blick auf die Burg Lahnstein. Das zeigen wir euch aber alles am Ende. So, jetzt kommen wir zur Fähr- und Entsorgungssache. Und wie im wahren Leben ist das Stefans Aufgabe, euch das einfach mal zu sagen und zu erklären, was die wird hier eigentlich. Kommen wir mal zum Frischwasser. Ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, einmal müsst ihr natürlich einen Adapter mitbringen. Das ist ja in den meisten Fällen so. Aber ihr habt die Möglichkeit, auch hier wieder für 10 Cent, 20, 50, 1 Euro, 2 Euro dementsprechend die Literanzahl zu bekommen. Also im Prinzip ein Liter kostet 1 Cent, wenn man es mal so umrechnet. Aber ansonsten Staffelungen sind 10 Cent mit 10 Liter und dann bis zu 200 Liter 2 Euro. Ja. Zur Toilettenfähr- und Entsorgung, die haben wir natürlich hier. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Toilette wegzuwerden, im Prinzip ja hier drunter. Und dann könnt ihr dementsprechend spülen. Und für den Grauwasserauslass ist natürlich auch gesorgt, wieder schön. Man hat hier die Möglichkeit, mittig rüberzufahren und dementsprechend das Grauwasser besser loszuwerden. Gerade für uns Fahrzeuge, die zum Beispiel ja ein Malibu fahren, die haben den Grauwasserauslass in der Mitte. Hier am Unterstand auch sehr gut gedacht im Regen, dass man nicht im Regen steht, sondern man bleibt hier im Trocknen. Hier ist der Automat, was ich gut finde bei den 11 Euro, die ihr bezahlt, ihr könnt hier mit Schein bezahlen. Das haben wir auf unserer Reise jetzt schon teilweise anders erlebt, da hast du nur Münzen. Hier kannst du einfach bezahlen, hier kannst du eingeben, wie lange du parken möchtest, gehst also auf Parken, kannst dann sagen, wie viele Tage du bleiben möchtest. Also ich bin ja schon bei 99 Euro, 110, also es geht hier einiges, was man hier machen kann. Dann drehen wir uns einfach mal, Welle. Dann habt ihr dort ein Häuschen stehen, also sprich ein Container. Da sind momentan die Duschen und eigentlich auch die Toiletten. In der Winterzeit sind die Toiletten zu, da gibt es nur Duschen. Da blenden wir euch ein Bild ein. Und hinter mir ist auch der Müllplatz, also da, wo entsorgt wird, euer Müll entsorgt wird. Und bitte alles teilen, denn hier wird geteilt nach Gelb, Blau und Schwarz. Jo. Und jetzt zeigen wir euch noch weitere Sachen vom Platz.
Direkt hier am Platz ist auch ein Spielplatz. Das heißt, Kinder sind hier mehr als willkommen. Und das ist ein richtig toller Spielplatz. Wie gesagt, einen perfekten Blick auf die Mündung habt ihr. Da blenden wir euch jetzt gerade das Bild ein. Und vor allem ist es nicht weit zur Mündung, bis zum Rhein. Also da läuft man... Ich weiß nicht, sind 100 Meter oder so. 100 Meter. Ungefähr. Dann habt ihr keine 500 Meter weiter, gibt es hoch einen riesen Globusmarkt, also auch einen Baumarkt habt ihr dort vor Ort. Und dann können wir euch auf jeden Fall das Restaurant Delphi empfehlen. Da waren wir nämlich gestern. 1,5 Kilometer ist das von hier entfernt, kann man aber sehr gut zu Fuß laufen. Das ist nämlich alles sehr ebenerdig. Und da gibt es richtig gutes Essen. Sehr viele Einheimische waren da gestern. Das ist ja immer ein Zeichen von guter Qualität. So, und weil es jetzt anfängt zu regnen, gehen wir kurz nochmal rein, um euch ein kleines Fazit zu dem Stellplatz hier am Kränchen zu sagen. Unser Fazit von diesem Stellplatz, wir haben ihn ja nun eine Nacht ausgetestet. Ich muss sagen, wer geräuschempfindlich ist, der wird hier vielleicht Probleme haben können. Denn das ist auch direkt hier in der Nähe. Da ist natürlich die Bahnschienen und wer es weiß am Rhein, egal ob rechte oder linke Rheinseite, wenn da der Güterverkehr geht, dann ist das schon etwas lauter und der geht auch bis tief in die Nacht hinein. Das muss ich sagen, fängt auch früh morgens an. Das konnte ich jetzt erleben, aber ich glaube, wenn man so 3-4 Tage hier bleibt, weil man auch viel machen kann, wie gesagt, die Burg Lahnstein, die Burg Lahnstein-Eck oder wie die heißt. Wir blenden euch das genau ein. Auf jeden Fall. Wenn auch nach Koblenz ist es gar nicht weit. 7 Kilometer sind es nun noch. Also wenn man von hier aus viel machen möchte, ich glaube, dann gewöhnt man sich da schon dran. Du hast gut geschlafen. Ja. Also ja. Das heißt, je nachdem, wie empfindlich man da ist, dann merkt man das schon. Ja, auch wichtig, nur hier diese Reihe, wo wir jetzt stehen, hat man natürlich einen Blick auf den Rhein und auf die Lahn. Hinten weiter natürlich nicht, aber es kostet alles gleich und wird natürlich im Sommer gut gefüllt sein. Das muss ich sagen. Wir sind jetzt in der Wintersaison hier. Da ist es, es ist gut besucht, aber noch lange nicht mal halb voll. Und ich würde sagen, wenn wir die Chancen nochmal haben, kommen wir bestimmt noch mal wieder. Das glaube ich auch. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal gerne einen Daumen nach oben. Habt ihr vielleicht noch Ideen, was kann man hier in Lahnstein besuchen? Dann ab damit runter in die Kommentare. Und dann bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.